100 restauriert. Der Y-Block ist genau... So, große Sache, okay. Oh, wie ich ihn in Erinnerung... Ist nicht abgehakt, ist das okay. Was ist hier? Okay, der Koloss. Es ist halt doof, dass da nicht irgendwie steht, irgendwie so ansatzweise, was das ist oder so. Also hier steht jetzt Goliath. Okay, Festival. Schon lange Weg. Oder sowas. So wie irgendwie so ein Anhaltspunkt. Hey, schau mal, das ist... Okay, doch, man sieht das schon. Guck mal. Muss die Strecke sich nur anschauen. Man sieht das schon hier bei dem Ding, ist markiert. Das geht von da unten bis da oben, aber es ist ja halt... Schreib doch einfach Kilometeranzahl hin oder so in die Übersicht. Was ist das Problem? Keine Ahnung. Was haben wir gemacht? Kann ich auch ab... Warte mal, Auszeichnung verfügbar. Neu mach. Da ändert sich doch nichts. Straßenveranstaltung neu. Die sind halt schon die ganze Zeit da, die anderen sind trotzdem hier. Was bringt der Filter? Steh nicht. Okay, das habe ich schon. Jetzt muss ich bis dahin fahren. Hat man nicht gesagt, man kann irgendwie hinporten? Man kann doch zu gewissen Zonen hinporten. Oder nicht? So, ich habe nochmal Senkri geschrieben hier. Hatte schon jemand gemeldet hier? Zink hat sich aber auch falsch eingetragen. Bist du noch im Stream, Zinkri, weil du mir gerade schreibst? Dann muss ich hier nicht schreiben. Wegen dem Ding, ne? Du stehst ja gar nicht drin als Mili. Du stehst... Stehst du auf der Ersatzbank oder wo stehst du? Du hast nur die H ausgesucht, aber nicht Mili. Ach, Vengeance. Ach so. Mili Range Healers. Wo ist Tank? Ach so. Okay, nochmal kurz. Hat dieser Raid ne... Ne, ne... Hol ihn dir, wenn du soweit bist. Bei nächster Gelegenheit, wenden. Dass man sich nicht mehr anmelden kann. Der muss irgendwann schließen. Also der jetzt vielleicht nicht. Nicht. Es geht darum, dass man halt 24 Stunden bevor der Raid startet, dass der Raid geschlossen ist. Dass sich keiner mehr an- oder abmelden kann. Sonst melden sich halt Leute 10 Minuten vorher ab, weil sie einfach nur keinen Bock haben oder sowas. Und das geht nicht. Da kann man so ein... Hast du das mit eingebaut? Ob du vielleicht so einen Befehl schreiben kannst? Scharf links abbiegen. Scharf links. Ich meine, dass man sich halt einfach nach einer gewissen Zeit nicht mehr anmelden kann. Sagen wir 20 Stunden vor dem Raid halt. Das, wenn ich jetzt. Der ist jetzt egal, aber der nächste halt dann. Der setzt man ja früher an. Man kann. Genau. Einen Timer dazu setzen. Genau, einfach 20 Stunden. Genau.
Ich würde sagen, 20 Stunden ist legit. 12 ist zu wenig. 24 ist vielleicht zu viel, aber so 20 Stunden ist halt vielleicht so ein Tag vorher. Wir können auch 19, 18 Stunden machen oder so. Wie viel Uhr ist es denn um 1 Uhr oder so? Warte, wenn wir um 19.30 Uhr anfangen und plus 6, ja, keine Ahnung, 18 Stunden oder so vorher, was meinst du? Beginnt gleich. Viel Glück. 18 Stunden vorher einfach automatisch schließen. Ob du Bock hast, dann Befehl zu machen, weil sonst sind die Leute halt, ne? Mag ich nicht. So 10 Minuten vorher absagen. Müssen sie da halt dann manuell schreiben was. Nicht einfach nur draufklicken und sich einfach so aus dem Staub machen. Sowas wollen wir ja nicht da haben. Also ich finde diese Drehung jetzt nicht so geil. Also so nicht. Also das hier Levelaufstieg und irgendwelche Spins in einem Autorennen. Also das ist ja. Das ist ja. Keine Ahnung. Ist modern. Lebe ich mit, aber. In 400 Metern scharf links abbiegen. Irgendwie scharf links abbiegen. Gab's doch einen Timer da oder so. Also Open haben wir ja gemacht. Hey Dingsbums, danke, dass du für die Saisonrennen gekommen bist. Open. Ich werde ein paar extra Open haben wir ja gemacht und Ausrufezeichen Close kannst du mal noch. So. Was haben wir hier? Saisonrennen. Huch. Ui. Oh, ich habe kein Auto. Mhm. Wir können sie eh beide holen. Wir holen erstmal den günstigen, wenn das passt. Jetzt müssen wir uns für ein... Gibt es kein... Warum müssen wir uns eigentlich für die Designs entscheiden? Herunterladen, zurück, Herstellerinfo, Farben suchen. Können wir nicht einfach das Original nehmen? Zurück. So wie es hier, scheißegal. Auswählen. Jetzt muss ich mir ein Design runterladen von jemand, der es gemacht hat. Y-Farben. So muss ich nicht, okay. Vielleicht gibt es da trotzdem coole Designs. Alles mit Monster, sagst du? Das ist coole Farbe, ey. Aber das mit schwarzer Motorhaube ist schon cool hier, oder? Sieht das hier auch so aus? Ja, also das ist das so ein meistverkauftes von Original oder was? Oder wird das hier so angezeigt? Oder das nehmen. Das ist auch cool. Okay, dann nehmen wir das. Beste.
Beste, let's go. Wir haben so viel Credits gewonnen hier in der Bank, einfach nehmen. Estadio. Also Kennzeichen wäre schon geil. Was haben denn die anderen für Autos? Okay. Oh, hier hat er einen Dodge Dart. 650 Dodge Dart. Das scheint gut zu sein. Wie ist das eigentlich mit diesem Tuning-Meisterschaftswertung? Ich fahre doch mal gucken. Geil. Gott. Zum Teufel. Sicht ist nicht so geil, oder? Hier? Aber es ist fast wie immer ähnliche Strecke. Weißt du, haben die echt bei allen Veranstaltungen die gleiche Strecke genommen? Nur ein, zwei Kurven links, rechts verändert? Ist das echt so? Sehr geil ist der Rechtslenker hier, krass. Anders will. Wie kann er jetzt, also, der muss doch auch bremsen hier und da durchfahren. Krass. Könnt ihr wieder das Ding starten, ne? Ab einer gewissen Uhrzeit. Ist das noch online hier? Ich hab's extra so eingerichtet, dass ich alles steuern kann hier. Einfach per Fernbedienung umschalten. Aber ich habe die Fernbedienung am Tisch, weil ich habe da umgeschaltet, um zu testen, ob mit Konsole funktioniert. Soll ich denn wirklich das Bild noch rechts abschneiden, da wo es blau ist beim Zocken hier? Zumindest bei dem Spiel, oder? Ich tue es einfach reinschieben ins Ist es denn nicht ein bisschen authentischer, dass hier noch ein bisschen was fliegt, dass ich noch ein bisschen größer bin?
Technikfalle, wenn man doch aufstehen muss, um die Fernbedienung zu holen. Kenn ich. Ja, gell? Das ist eine Katastrophe. Vorhin ist mir die Lichtfernbedienung irgendwie abhanden gekommen. Da war sie irgendwie unter der Decke oder so. Schon am Durchdrehen. Ich habe ja zwei Fernbedienungen. Eine ist hinter mir, ich habe keine Batterien. Und eine, ich habe eine immer für den Tisch und eine direkt hier im Bett. Aber die eine hat keine Batterien. Also habe ich ja doch keine zweite. Technikfalle nennt er das. Sogar einen Begriff hast du dafür. Lol. Ich kenne den Technik-Nick. Nein. Nein, die Trinkflasche ist mir umgefallen. Oh Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schade, dass du nicht dicht bist, sonst könnte ich einfach neben mich tun. Und hier auf der anderen Seite sind ganz viele Kabel vom Mikrofon. Ich weiß nicht, wo ich das genau hintun soll. Da? Da. Oh. Also das war jetzt keine Glanzleistung hier. Das war jetzt keine Glanzleistung. Ganz ruhig bleiben. Aber mit diesem neuesten Autogerücht bin ich wohl auf etwas Großes gestoßen. Schau dich mal auf dem Festival um und immer kein Wort darüber, ja? Wenn ich irgendwie angekommen bin und das Event starten will, kommt irgendwas anderes. Das ist halt die gleiche Taste. Und dann kommt das Event nicht mehr, sondern ich muss nur mal kurz vor und zurückfahren. Irgendwie. Weiß ich genau. Ja, natürlich. Fenster aufgelassen hier. Das soll jetzt so ein Effekt. Das soll jetzt so ein Effekt sein, dass du für Third Person auch Regen hast. Und die haben nicht daran gedacht, dass sie dann diesen Effekt wegmachen, wenn du es im Auto hast. Wisst ihr? Also in Third Person sollst du ja auch Regen haben, damit es nicht so einfach ist. Damit es halt so fühlst, aber leider haben sie das dann genauso identisch gemacht im Auto. Also im Auto hast du doppelt Regen. Einmal den Regen, der halt so fake ist quasi. In der Cam und einmal auf dem Auto. Erster Platz, Belohnung Unicorn V2. Wieso abbrechen? Ach so, ich habe nur eine Chance oder was? Ja, das finde ich gut. Das detaillierte Cockpit ist echt gut. Manchmal haben so Games einfach nur irgendwo hingeklatschte Scheiße. Das ist zum Glück nicht so. Wieso darf ich hier nicht? Möchtest du dir... Nein. Achso, ich darf nicht nochmal probieren, oder was? Ich darf nie wieder was machen. Ich habe keine zweite Chance. Selbst wenn ich zugelassene Autos anschaue, habe ich auch keine Chance. Okay, ich darf das nie wieder fahren. Ich dachte, ich kann das jetzt üben. Entschuldigung. Okay, das ist jetzt quasi mein Beisteuern zu dem, was ich gemacht habe. Okay. Das ist ja ein Schmarrn. Das ist ja ein Schmarrn.
Ich habe das nicht gewusst, dass man es nie wieder fahren darf. Bei nächster Gelegenheit wenden. Schauen wir mal, wie der so ist. Ist das Cockpit mittig? Ich weiß auch gar nicht, wenn ich mit Lenker fahre, wie ich die Kamera machen soll. Dann muss ich die Kamera wieder so komplett verändern, nur aufs Lenkrad und links abbiegen. Irgendwie so komisch, keine Ahnung, was ich letztes Mal gehabt habe. Links abbiegen. Also am coolsten hat mir echt der Camaro gefallen. Der war nice. Das ist auch nicht schlecht hier. Oh, krass. Und korrigieren konnte das ja. Schienenfahrzeug. Ich habe irgendwie einen Mustang hier, aber den müssen wir aus der Garage oder abholen oder aus der Werkstatt, keine Ahnung. Damit repariert. Welchen denn? Welchen Mustang? Welches Jahr gefällt dir dann am besten? Du hast dein Ziel erreicht. Aber ihr. Oh, müsste ich gleich mal kurz aufstehen. Das ist jetzt schon wild, was ich hier mache. Nicht mehr so lange da liegen. Es ist irgendwann ist er dann liegen auch ein bisschen zumindest wenn man so liegen muss. 69, okay, 69, den kenne ich auf jeden Fall. 2013, bin ich nicht sicher, aber es kam letztens, als wir irgendwann mal ein Spiel gespielt haben. Gibt es nicht ein 2020 Edition auch oder so? Oder 2018, was war denn das? Es war immer einer hier im Chat, der hat total Mustang gefeiert. Wie Fortschritt verloren. Schau mal, ich darf nichts mehr fahren. Schau mal. Egal, was ich jetzt mache und tue, es wird immer hier. Ich darf nichts mehr fahren. Ja klar, rein da. Ich weiß nicht, was das soll. Ich darf nichts mehr fahren. Krass. Wow, Salinas 1, boah, den bin ich so gerne gefahren. So ultra schönes Auto. Aber nicht in 18, ich gebe dir noch einen anderen. Salin auf jeden Fall irgendeinen, auch in Test Drive 2. Und gegen Salin muss ich fahren hier. Boah, das sind auch so Schienenstraßenfahrzeuge. Ich glaube, mit dem Salin S7 oder so. Ach, Start verpasst. Ich glaube, Salin S7 fährst du Test Drive um die Insel. Ja, der R35, also R34 war mein Lieblingsauto. Aber R35 hat es noch übertroffen.
Aber der fährt sich auch nie so gut in Spielen irgendwie. Jetzt habe ich gebremst und jetzt fahren alle mir vorbei oder was? Schon wieder so eine Strecke, ne? Ist das wieder die gleiche? Kann man da nicht so variieren oder wie ist das? Ja, Hemter. Ja, schon wieder. Jetzt hier ganz nach links. Genau, die ganze, sag ich doch. Ist es ja. Ich meine, ich fahre immer eine andere Veranstaltung. Aber es sind immer die gleichen Kurven. Also ich fahre immer eine andere Veranstaltung. Ich fahre auch extra dahin. Und dann irgendwie ist es das Gleiche. Vielleicht ist es ja auch so, dass... Es gibt ja verschiedene Sachen am Anfang auszuwählen. Es gibt Forza von Forza selbst und dann gibt es von der Community welche. Also, und da kannst du doch selber bauen, die Streckenabschnitte. Kann es sein, dass in Forza ist das immer das Gleiche? Dass wir nur eine Strecke gebaut haben? Aber fällt dir auch auf oder nicht? Nicht. Ja, aber wundern wird mich heutzutage nichts tun. Es ist schon nicht die gleiche. Es ist schon. Okay, jetzt kommt dieses Links-Rechts-Dings da, ne? Ja, es kommt dieses Links-Rechts-Dings, lol, okay. Sag nicht, es kommt dieses Ding, es kommt nach rechts, genau. Okay, ist doch die gleiche. Das ist jetzt einfach nur irgendwie eine Zusammenschluss von zwei Strecken oder so. Oder es gibt gar nicht so Variationen, keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ähneln sie sich enorm. Und ich passe nicht auf. Ich weiß nicht genau. Abend und danke dir, was geht? Und Dead Second. Jetzt habe ich den Namen auch gesehen. Okay, wieso war das denn jetzt einfach und die anderen waren schwerer? Ich habe noch nie 3 Sekunden Vorsprung gehabt, aber kein Rennen, lol. Ist doch gut, die C8 Corvette von 20. Das erste Rennen mit der gefahren. Also ich fahre ja wirklich jetzt immer nur diese Strecken, weil ich mag halt die Rennen. Das die anderen Sachen catchen mich jetzt nicht so. Driften kannst du sowieso mich jagen mit. Aber hier, ich fahre alle Strecken hier ab. Ich versuche immer Erster oder Zweiter, Dritter zu werden. Also Erster wäre schon immer super geil. Aber irgendwie wirken alle... Siehst du das hier? Du siehst halt hier die Streckenführung. Es sind immer andere. Hier. Aber irgendwie, wenn ich sie fahre, ist sie immer gleich. Vielleicht kann man es das hier mal erklären, denn es sieht halt immer gleich aus irgendwie. Hier. Das sind ja völlig andere. Dann können wir mal hinfahren. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Ist zwar sehr spontan, aber hast du Lust, ein Tuning von mir zu testen, um mir ein bisschen Feedback abzuholen? Ich weiß nicht, ob ich da der richtige Ansprechpartner bin. Von welchem Auto? Ich meine, ich kann es nur machen, mir egal. Muss ich mir das Auto kaufen und dein Tuning laden oder schickst du mir das? Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich bin halt ziemlich neu in dem Game hier.
Letztes Mal habe ich Teil 2 gespielt. Aber Supra kenne ich. MK4 weiß nicht, ob ich kenne, aber MK2 müsste ich kennen. Ach, ein Drag, das habe ich ja noch gar nicht. Das, damit kann ich jetzt nicht irgendwie... Ja, würde ich jetzt ungern anfangen. Tut mir leid. Ich bin nur Rennen gefahren erstmal. Drag Racing ist zwar geil, aber ich fahre jetzt momentan nur Rennen. Du hast dein Ziel erreicht. Genau, stimmt, Drag gibt es ja auch noch. Ja. Also ich finde alles cool. Sprintrennen, Rundrennen, Drag Racing ist auch nett. Also das zum Spaß mal zwischendurch. Drifting mag ich ja gar nicht. Drifting ist halt, womit kannst du mich jagen mit Drifting den Punkt, sonst ist alles okay. Also, ich habe halt auch noch nie ein Drag Race hier gefahren, ne? Hier, Dead Second. Und wüsste gar nicht, wie es so anders ist, wenn du dein Tuning gibst, dann könnte ich gar nicht den Unterschied zu normalen wissen. Wie ist denn das hier? Schickt man einfach seine Tunings hin und her? Oder kauft man die oder wie ist es genau? Ich habe nur gesehen, bei dem Autokauf kann man sich die Lackierung anderer runterladen. So, mit dem Code, okay. Das ist ja wild. Ich glaube, bei... War das nicht bei Forza Motorsport, wo man sich die Sachen halt einfach kaufen konnte? Die Tunings auch? Wo die Leute die ihre Tunings verkauft haben? Geht ja auch, okay. Ich habe immer... da ich mehr Rennfahrer als Mechaniker bin, sage ich jetzt mal... Habe ich mir eigentlich diese Settings immer gekauft und habe geschaut, was am besten zu meinem Fahrstil passt. Und habe ich es halt genutzt. Selbst in Formel 1, als ich gefahren bin, noch mit Lenkern und Pedalen, war ich nie wirklich Mechaniker. Die Mechaniker war meistens der Chat. Der hat mir dann geholfen. Chat war meistens Mechaniker oder Boxencrew. Und ich habe auch von anderen einfach die Dinger geladen. Um zu testen. Einige haben halt gut gepasst zu dem, so wie ich fahre, einige halt gar nicht. Aber die gar nicht gepasst haben, waren meistens die richtigen. Dann habe ich halt versucht, danach zu fahren, aber dann ist es irgendwie so wild. Okay, der ist nicht schlecht. Es gibt immer so Autos, du fährst dann die gleichen Rennen. Mit verschiedenen Autos und manche Autos hast du total schwer. Dass die einfach abhauen ohne Ende, die Gegner. Egal wie was du machst. Und beim Ford Branco ist es halt so, dass es okay ist, das ist eigentlich, glaube ich, einer der einfachsten, mit denen du den Rennen gewinnen kannst. Und dann der Camaro war auch ganz cool, aber der ist ja noch krasser hier. Der fährt sich auch gut. Es gibt manche Strecken, manche Autos hier, das ist wie richtiges Racing. Und hier hemmt es wieder anders, wenn du siehst. Das ist komplett anders, die Strecke, das merkt man halt auch schon. Ja. Peak Spike. So, hier so. Oh. Die Kurve ist schon so ein bisschen Nordschleife-mäßig, oder? Lol. Wo die ganzen Graffiti sind. Auch. So die Steigung. Ja. Okay, ich hab noch nie so zwei Rennen hintereinander so einfach gewonnen. Gut, war jetzt komische Indiz, das sind überall Graffitis, aber die, wo es so hoch geht. Wenn ich jetzt mit dem Auto das
die Rennfahrt, die ich nicht gewinnen konnte. Vielleicht geht es ja dann. Mal gucken. Aber ich fahre einfach die nächsten hier. Oh, das sieht auch wild aus. Krass. Gibt es irgendwo einen Indiz zu erkennen, wie lang die Strecke ist? Irgendwie ist das hier manchmal seltsam. Oder hier, Deadskin, du kennst dich ja vielleicht aus. Wenn ich hier bin und mich irgendwo hinporten möchte, ich muss immer die ganze Strecke fahren. Wie kann ich mich irgendwo hin beamen und teleportieren? Weil immer Bock, die ganze Strecke zu fahren, habe ich auch nicht. Bei nächster Gelegenheit wenden. Scheiße, ich sehe nichts. Wo ist denn... Wo ist denn das Ziel überhaupt? Du brauchst erst ein Haus, damit du dich an jede Stelle porten kannst, wo du willst. Reicht da ein Haus oder brauche ich mehrere Häuser, damit ich mich porten kann? So wie es verstanden habe, hast du gesagt, ein Haus, damit ich überall hinporten kann. Echt? Oh, das ist ja geil. Dann kann ich mich auf die befahrenen Straßen so hinporten. So wie es halt auch mal üblich ist, oder? Oh. Ach so, dann ist es ja... Dann ist es ja halt... Dann ist es ja geil. Habe ich gar nicht hier, Panu. 2 Millionen, dann zuerst das Haus kaufen. Das haben wir bei Forza Horizon 2 gemacht, als ich noch mit Lenker gefahren bin. So hat sich jeder Viewer alle halbe Stunde ein Auto aussuchen können. Da bin ich jetzt halbe Stunde gefahren. Meistens waren es irgendwelche ekelhaften Heckantriebe, wo ich gar nicht richtig fahren konnte. Ich habe hier das Haus. Hier ist eins. Ich habe nur Filter an, deswegen. Hier ist irgendwo eins. Sind zwei Häuser hier oder so. Ich glaube, ich bin jetzt hier mal stecken geblieben. Kann ich dann... Wie kann ich resetten, das Ding? Wir hatten ja vorhin schon über Mustang geredet, Panu. Dein Mustang ist V265. Okay. Was mache ich hier? Wie kann ich resetten? Help! Ich bin noch nie stecken geblieben im Spiel. Normalerweise ist Start und dann auf die Straße setzen. Das ist im Rennen immer so. Ne, warte, hier habe ich. Ha, hab's. Wo ist denn das Ziel? Ich würde direkt drauf losfahren. Warte. Hier ist es nach links. Das Haus ist ganz links, sagst du? Ist echt nicht ganz rechts, warte mal. Ach das? Nee. Ich habe doch hier rechts ein Haus entdeckt. Ach, es gibt ein extra Haus. Das hier. Das hier ist anscheinend... Ist das... Ach, ich brauche ein extra Haus? Ja, das kann ich nicht machen, Pano. Ich habe das Spiel erst begonnen. Vielleicht irgendwann, wenn ich länger spiele und reicher bin, da können wir das machen, dass ihr euch Autos wünschen könnt. Aber am Start des Spiels ist das schwierig. Selbst wenn ich jetzt 2 Mio hätte, würde ich jetzt erst vielleicht in das Schnellreisehaus investieren, denn... Man verbraucht so viel Zeit von A nach B zu fahren. Ich bin gar nicht so Fan von Open World, muss ich sagen. Ich brauche einfach nur eine Liste, wo ich mir aussuchen kann, das Rennen fahre ich, Enter. Dieses Open World ist natürlich als Auto natürlich super geil, aber wenn man dauernd so oft unnötig irgendwo hin und her fahren muss... Aber mit Porten ist es ja okay. Ich muss euch sagen, das Spiel ist okay, es ist nice, aber irgendwie kommt es trotzdem nicht an den Charme von Test Drive Unlimited 1 und 2 ran. Kein Spiel hat irgendwie diesen Charme.
nochmal bringen können. Nicht einmal The Crew. Du hast geschrieben, dass das Haus zu schneiden ist. Also brauche ich ein bestimmtes Haus? Nicht, kann ich nicht das hier kaufen? Oh, Crew 2 habe ich ja gezockt. Ich glaube sogar auch mit ja genau. Ich habe das TX habe ich und das noch eins. TX habe ich. TX und noch eins habe ich. Ich habe mehrere Ränke da, ja. Aber das war halt so komisch arcademäßig gemacht, dass es halt gar nicht so spaßig war, muss ich sagen. Das Ziel ist da, oder was? Kann ich da hochfahren? Ich habe ja einige Lenkräder, weil ja eigentlich Racing meine Leidenschaft ist. Ich sag mal mit WoW, nach WoW. Der Channel wäre locker 50% Racing, wenn ich dass meinen Füßen besser geht. Von Simulation bis zu Simcade, aber kein Arcade. Nur, ja, Füße Ripp halt, ne? Wisst ihr ja eh. Ich glaube, durch den Berg komme ich da nicht, oder? Muss mich schon teilweise zwingen, dass ich das Spiel mit Controller spielen, aber es geht ja, ist schon okay im Bett. Das ist ja Arcade. Das geht ja. Nur dachte ich mir schon, scheiße. Okay, dann muss ich ja 2 Mille sparen und mir das Haus kaufen. Anscheinend muss ich noch freischalten. Ich dachte, ich habe erst verstanden, ich muss irgendein Haus kaufen. Anscheinend gibt es ein Schnellreisehaus. Ich kenne es auch so von Test Drive oder so, von früher schon, dass man das Haus, was man... Also die, das Haus, die Strecke, die Strecken, die man schon gefahren ist, da kann man sich hinfahren. Mach das, Technikus. Gute Nacht, bis später. Wenn man nicht hinschaut, ey. Ich sag euch manchmal, dass diese Streckenführung im Cockpit ist nicht so einfach. Aber in Third Person fühle ich das Spiel halt nicht. Kein Zurückspulen, keine Ideallinie, weil ich finde, das ist so ein bisschen, auch wenn es ein komplettes Arcade-Spiel ist, ein bisschen authentisch, das will es schon haben. Genau deswegen fahre ich jetzt total authentisch in den Berg runter. In 200 Metern scharf links abbiegen.
Route wird neu berechnet. Jung, danke dir, moin. Metern links abbiegen. Ich habe, glaube ich, diese Boni noch gar nicht genutzt, so wirklich. Die scheinen stark zu sein, wa? Also. Okay, Auto ist okay. Auto und Geld ist okay, aber diese komischen Sachen zum Anziehen. Ja! Der Ariel! Lol, den bin ich in der Assetto Corsa gefahren. Im ersten, nicht im Competizione. Der ist cool. Nice. Einfach Ariel gewonnen hier. Einfach die Meerjungfrau im Lotto gewonnen hier. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Mal schauen. Dein Ziel erreicht. Ich wollte eigentlich schon ein bisschen Pause machen. Ich fahre schon die ganze Zeit hier. Und irgendwie ist es halt schwer, schon ein bisschen aufstehen. Bett ist geil, ist gut, perfekt für meine Füße, aber Rücken leidet halt beim hier sitzen auch. Wenn ich dieses Los gewöhnt habe, immer warte ich immer auf dit oder eine Ampel oder irgendwo was. Einfach los. Gut ist das Spiel, ist im Fluss halt schneller. Soll schnell gehen, muss man nicht mehr warten. Wieder so ähnlich. Aber gut, vielleicht gibt es einfach keine anderen Kurven auf der Welt. Oder es hat halt die gleiche Person gemacht, das Ganze. Hat einer von euch irgendeine Strecke gemacht, die ich fahren kann? Auf jeden Fall fahre ich total, dass ich auf der Xbox spiele hier. Jetzt hier war das Spiel auch geil, aber irgendwie läuft es hier besser. Oh, das ist schon wieder ein schweres Rennen, aber ich könnte da nicht gut überholen. Ich habe halt doof gebremst, weil ich Angst hatte, einen Scheiß zu bauen. Wenn man mehr Risiko, weniger Bremsen hier. Wer Bremsen verliert, man kennt's. Und diese Haarnadelkurve, nee, das ist eine 90 Grad Kurve, ne? Einfach mal hier reingestochen.
No, nein, nein, nein. Du verlierst so viel Geschwindigkeit, wenn du in die Bande reinfährst. Oh, so krass die Kurve jetzt, oder was? Echt jetzt? Ja, zum Glück habe ich die Schäden ausgemacht. Ich hatte am Anfang Schädensimulation an. Und das ist einfach zu krass. Man dotzt doch irgendwie dagegen.